Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Unstable 6 Folge. Ich habe keine Ahnung. Hi! Na? Willkommen zurück bei Project Unstable. Ich bin gerade dabei, nochmal ein paar KWG-Modus zu machen. Ich habe mal so weit vorbereitet, dass wir jetzt uns. Ich kann das eigentlich so machen, ne? Ja, so. Dass wir uns einfach mal 8 Stück nochmal machen können. War ein bisschen teuer, ja. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, also ich habe die Gluttony, habe ich jetzt mal auch automatisiert. Huch. Gluttony. Genau, das heißt, wir bekommen das jetzt wunderbar rein. Das ist super, das ist toll, das ist schön. Und ich habe damit jetzt einfach mal ein paar gecraftet gehabt. Ich habe vorbereitet, ich war nochmal im Twilight Forest, habe noch ein bisschen Live-Root gesammelt, weil wir brauchten Fertile Essence einen Haufen. Ja. Jetzt geht das aber wieder alles. Und dann haben wir, wie gesagt, 8 Kekimoros, die wir jetzt alle mal zu Floating Kekimoros machen werden. Floating White Flower, das ist richtig. Genau, so, davon brauchen wir jetzt nur mal, brauchen ein paar Blümchen. Huch. So, Moment. Wir haben da jetzt eine schöne Farm. Das heißt, 7 Stück brauchen wir noch. Weiß. 7. Okay. So, einmal dahin. Und... Achso, die müssen erst. Stimmt. Vergessen. Wir müssen das Ding erstmal hier mit zusammen craften. Und dann kann das dahin. Flup. Super. Und dann können wir das einfach mit dem zusammen craften. Und wir haben Floating Kekimoros 8 Stück. Wunderbärchen. Dann gehe ich nochmal ganz schnell schlafen, dass Tag wird. Und dann kümmern wir uns drum, dass wir mal ein bisschen mehr Mana bekommen. Denn das ist im Moment so ein bisschen, was mich stört. So, gut, dann würde ich mal sagen, wir überlegen uns mal, wie wir das bauen wollen. Weil im Moment stehen die Kekimoros hier, das ist auch okay, soweit. Ich bin aber nicht 100% zufrieden damit. Ich würde das gerne ein bisschen schöner bauen. Also zum einen würde ich gerne dafür sorgen, dass wir mehr Kekimoros irgendwie unterkriegen. Weil hier könnte ich jetzt 4 unterbringen und dann wäre es vorbei. Und wir haben hier ein bisschen mehr Fläche. Und was ich überlegt hatte, ist, dass wir... den Kuchen vorne platzieren und die Kekimoros hier dahinter. Die haben, ich weiß gar nicht, was für eine Range haben denn die. Ich glaube, die haben eine ordentliche Range. Falsch. Den da brauchen wir. Den da. So. Ich glaube, die haben eine ordentliche Range, ne? Ja. Die haben eine mehr als ordentliche Range. Das heißt, wir könnten die alle hinten an der Wand platzieren. Hat schon an der Wand schweben lassen. Und würden vorne einfach Mana Pool und praktisch unten den Kuchen platzieren. Das ist vielleicht ein bisschen schöner als das, was ich jetzt gemacht habe. Und dann machen wir hier, wie gesagt, einfach eine Wand, haben Mana Pool und haben hier eine Wand, einfach wo Kekimoros stehen. Hierhin brauche ich ja keine Tür rein. Vielleicht machen wir doch eine. Warte mal, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Jetzt überlege ich gerade. Ich kann leider hier keine Bits reinsetzen. Was es ein bisschen doof macht für meine Sache, die ich überlegt hatte, vielleicht zu tun. Einzige Möglichkeit wäre, das hier oben wegzumachen. Ich weiß noch nicht genau. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Kekimoros weg. So. Okay. Und ich mach auch mal den Kuchen weg. Und mach das Ding mal aus. So, okay. Sonst will es die ganze Zeit Kuchen platzieren. So, ich hatte nämlich überlegt, ob wir es entweder so machen, dass wir praktisch so eine Art Regal haben, so praktisch so ein paar Tische. Vielleicht hier Tische, hier ein Tisch, da ein Tisch und oben drauf sind praktisch ein paar Blümchen. Wir haben 12 Stück, die wir unterkriegen müssen. Das ist eine ganze Menge. So, hier haben wir theoretisch eine Wand. Ich mache auch mal hier... Moment, Destructive Stone. Wir machen mal hier zu. So. Und dann gucken wir mal. Der Mana Pool kann ja verschoben werden, das ist ja relativ egal. Da ist ja, glaube ich... Genau, da ist nur der Mana Spreader drunter, den wir theoretisch auch mal wegbauen können schon mal. So. Mana Pool. Ja, wir verlieren einen Haufen Mana wahrscheinlich, aber ist erstmal egal. So, was ich nämlich überlegt hatte, ob wir praktisch die Kekimoros so platzieren wollen. Dass sie praktisch hier so rumgehen. Dann habe ich jetzt aber so viel Kekimoros nur über, fällt mir gerade auf. Weil ich hatte zuerst überlegt, ob wir praktisch so Tische machen. Wo wir die dann einfach drauf platzieren. Fände ich eigentlich ganz schick. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier gut unterkriegen. Ich könnte höchstens sagen...
Ich kann die Wand auch nochmal ein, zwei Blöcke rausnehmen. Das könnte man machen. Dass wir hier diese Wand einfach um zwei Blöcke nach außen verschieben. So, ich nehme das einfach mal alles mit hier. So. Und dann sorgen wir einfach mal dafür, dass wir hier nochmal zwei Blöcke nach hinten kommen oder so. Und dann machen wir da so eine kleine Rundung rein. So. Wir hoffen, das sieht am Ende auch halbwegs okay aus. So, machen wir das mal weg hier. So. Theoretisch bräuchte ich die, ne? Kann ich das wegmachen? Nein, kann ich nicht. Verdammt! Das ist doof. Okay. Gucken wir weg. So, das einmal weg. Wo ist das Blümchen? War hier oben drauf nicht ein Blümchen? Es kann auch sein, dass nur Gras drauf war. Okay. Dirt. Ach, verdammt. Okay. Moment. Gras. So. Das konnte ich mir nämlich jetzt denken, dass wir da nicht rankommen. Das ist ein bisschen ungünstig. Weil das alles ist so gemacht, dass es... äußerst ungünstig. Moment. Wenn ich nur einen Block reingehe, könnte ich auch machen. Ne? Warte mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich überlege gerade, ob mir das gefallen würde, was ich da in meinem Kopf gerade habe. Oder ob ich es lieber nicht mache. Ich probiere erstmal ganz kurz mal aus. So, das machen wir weg. Kabel verschieben können wir später machen. Da ist halt der Raum nochmal ein bisschen kleiner geworden, aber wir machen hier eh nichts Großes rein. Wahrscheinlich hatte ich ja gesagt, eh nur ein Lagersystem. Nicht Lagersystem, einen Lagerraum. Es ist ja einfach nur so ein schöner Lagerraum, ist kein funktionaler. So, das weg. So, weil das Problem ist, eigentlich müsste hier oben jetzt Holz rein. Das kann ich aber nicht machen. Ich könnte es höchstens chiseln. Ich könnte es höchstens chiseln. Hoffe ich aber auch nicht unbedingt Lust habe. So, warte mal. Wir können mal gucken, wenn wir iPod nehmen, ne? So, ich nehme auch mal Timber mit und wir gucken einfach mal, was wir machen können und was nicht. Den hier sollte ich wegmachen können, oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Das heißt, ich habe praktisch hier nur einen zur Verfügung und hier hätte ich, glaube ich, zwei. Ja. So. Ich könnte höchstens sagen, ich mache das so und setze da oben Eib rein. Das könnte man vielleicht probieren. Moment. Huch. So, machen wir hier dicht. Ja, das könnte vielleicht funktionieren. Moment. Nee, ich brauche meine Lampe. Die da. So, zack. Okay, dann brauche ich... Trapdoors. So, ne, wir machen das mal so, wie ich jetzt mal überlegt hatte, es vielleicht zu machen. Dass wir praktisch das so als Tisch ein bisschen gestalten. Und dann hätten wir hier... die Kikimoros. Also es müssen nicht die Trapdoors sein, es ist nur erstmal der einfachste Block, ohne dass ich chiseln muss. So, dann brauchen wir noch 5. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Könnten wir sowas noch machen? Machen hier irgendwie einen größeren Tisch, wo noch irgendwie Zeug draufsteht. Da können wir noch eine mehr machen. Nein, das gefällt mir auch nicht. Da lieber das so gemacht, so ein Cluster. Und da zerren wir das hier noch einen nach vorne einfach. Das könnte ich machen, wenn wir das hier noch einen nach vorne ziehen. So, und dann praktisch hier die hochgesetzt. Um einen und hier auch praktisch nochmal so eine Art Tischchen gemacht. Ich meine jetzt erstmal ganz kurz einfach mal ein paar Trapdoors nochmal. Wir gucken einfach mal. Falsch. Ob das am Ende gut aussieht, weiß ich noch nicht. So, ne? Dann hätten wir hier irgendwie das ganze Ding so ein bisschen irgendwie schön. Keine Ahnung. Ist das so genehm oder nicht?
könnte auch... Das könnte ich auch mal. Moment. Ich will nur erstmal kurz wissen, wie das alles aussehen würde. Wenn wir das... Waren es nicht doch drei? Wo ist die dritte hin? Fehlt da nicht eine? Ach nein! Stimmt, hatte ich ja weg... Ich bin doof. Hatte ich ja weggemacht. So, dann machen wir das einfach so. Dann können wir hier in der Mitte irgendwie Mana Pool oder sowas aufstellen. Ne, dann könnte ich auch... Ich weiß halt nicht, ob das doof aussehe. Weil dann ist es wieder so ein riesen Rumreich-Ding. Das könnten wir auch machen. Ich glaube, so machen wir das. Okay, dann würde ich sagen, wir chiseln das auch mal. Dafür brauche ich einen Chisel. Und muss mal ein bisschen Zeug abladen. So. Nein. Chisel. So, jetzt muss ich nur überlegen, was für eine Sache wir nehmen wollen. Will ich Stein? Nee, Stein ist doof. Vielleicht normales Spruce Wood? Ich glaube, normales Spruce Wood wäre gar nicht so dumm. Wir haben theoretisch, warte mal, wir haben da auch... Mal ganz kurz gucken, wir haben nämlich auch Tische. Wir haben nämlich diese Tische zum Beispiel. Die ich nicht gerade craften kann. Aber wir können theoretisch so einen Tisch machen oder so einen. Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Bevor ich jetzt irgendwas chisel, gucken wir erstmal, was wir an Zeug so haben. Ich meine, die Dinger schweben ja eh. Von daher können wir sie auch in die Luft platzieren. Aber ich finde es immer schöner, wenn da drunter irgendwie... Was ist denn die einfach nicht so rumstehen? Okay. Geht das auch um die Ecke? Jetzt habe ich keins. Moment. Nein. Da, nein, da ist da. So. So. Wie geht das um die Ecke? Es geht um die Ecke. Okay, wir probieren es mal. Es kann absolut beschissen aussehen. Ich weiß es nicht. Aber wir probieren es mal. Ich habe nämlich das Gefühl, es ist zu detailliert. Es hat mir einfach zu viele Beine. Hier gehört irgendwo ein Bein dazwischen. Um ehrlich zu sein. Okay, wir probieren mal was anderes. Wir zersägen mal ein bisschen was. Und wir versuchen es mal mit den Tischen von Better with Mods. Einfach nur mal. Das, aber hatte ich hier eine Säge? Nee, habe ich noch eine Säge? Anscheinend nicht mehr. Okay. Einmal. Ups. Zack. Es ist schier unmöglich. So. Entschuldigung. Ich weiß, ich bringe schlechte Sprüche. Aber davon bringe ich viele. So. Zack. Und dann brauchen wir Machine Frame. So. Zack. Zack. Okay. Gut. Dann brauche ich eine Axel. Wo ist ihn? Da. Hast du sie eingesammelt? Ja. So, machen wir es einfach mal so. Zack. Ich gehe kurz schlafen, damit hier nichts irgendwie mich abschießt wieder. Ich bin immer noch überlegen, ob ich ein Peaceful Upgrade mache für ein Areal, weil wir haben ja beispielsweise für die Mob-Farm haben wir ja, also für die Blut-Farm haben wir ja jetzt Hexen. Wir kriegen halt keine Mob-Drops mehr. Wo gehe ich denn hin? Wir kriegen halt keine Mob-Drops mehr dann, aber naja, gut. So, das ist ein bisschen laut. Ich brauche Spruce Wood. Machen einfach mal einen halben Stack. So, dann müssen wir das nochmal schneiden. Dann kommen wir die Dinger raus. Ich mach mal, dass ich 16 habe. Dann müssen wir das nämlich nochmal teilen. Da kriegen wir nämlich nochmal zwei raus, wenn ich mir recht entsinne. Ist das eingesammelt, ne? Ja, zwei kriegen wir nochmal raus. Genau. So, dann machen wir die nämlich alle mal hier. Zurück. So. So.
Es ist ein bisschen laut, ich weiß. So, gut, jetzt haben wir 32 davon. Warum habe ich die kleinen Penüpsel... Ach, ich bin doof, ne? Warum war ich jetzt der Meinung, ich brauche die Penüpsel? Die brauche ich gar nicht, ne? Ich brauche die... Was? Kann ich damit irgendwas machen? Oh, ich kann die wieder zurückcraften. Ach, Gott sei Dank. Oh, so, okay. Zack. Hä? Ich wollte gerne alles vercraften. Dankeschön. Gut, das ist schön. Das ist schön, dass man wenigstens dem Mod wieder Zeug zusammencraften kann. Es gibt so viele Mods, bei denen hat man einmal was klein gemacht und kriegt es nicht wieder zusammen. Es ist dann immer nervig. So, einmal das. So. Okay, probieren wir mal die Tische. Die sehen schlichter aus. Haben aber trotzdem an den Ecken sowas. Das ist okay. Das sieht wesentlich besser aus. Auch wenn es schlichter ist. Sieht wesentlich besser aus. So, okay. Also lassen wir das. Brauche ich auch nicht chiseln. Ich hätte nämlich wahrscheinlich sowas ähnliches gechiselt, nur an den Seiten ein bisschen anders, aber das ist ja egal. Wir brauchen jetzt nicht chiseln, wenn wir sowas haben. Wir haben so schon so viel geschisselt. So, einmal das weg. Okay. Kuchen. Hier noch ein Kuchen. Ich bin gerade am Überlegen, weil wir könnten auch sagen, dass wir den Kuchen irgendwo hier hin pflanzen. Na, also. Aber sagen wir mal, wir machen den Kuchen hier hin. Wenn wir hier so einen Tisch, der hier so rumgeht. Und dass wir vielleicht das dann so machen, dass die andere Kikimos hier steht. Ich muss immer gucken, ob es von der Range reicht. Verdammt. Es reicht von der Range, genau. Dann könnten wir das so platzieren und können hier an der Seite den Kuchen machen. Vielleicht gar nicht so doof, ne? Wenn wir mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen interessanter gestalten können, wenn wir hier so vielleicht rumgehen oder so. Ich will einfach nur irgendwas finden, was nicht ganz so langweilig aussieht wie das, was wir jetzt haben. Na gut, in der Mitte muss er auch trotzdem nochmal. Ja, ich lasse es mal so. Und dann machen wir einfach hier den nochmal einen zur Seite vielleicht. Platzieren wir den Kuchen hier in die Mitte. Ja, das würde mir, glaube ich, dann besser gefallen. So, und da können wir jetzt entweder. Oder. Kann. Moment. Ich weiß nicht, wie das Ding arbeitet, aber. Was passiert, wenn ich das mache? Habe ich das jemals ausprobiert? Wisst ihr das? Ich weiß nicht mehr. Es funktioniert. Es funktioniert. Dann weiß ich, was wir machen. Dann kommt nämlich hier in die Mitte der Kuchen. Und den Mana-Pool stellt er hier hin. So, machen wir den noch weg. Das Mana ist eh verloren, ist ja egal. So, zack. Nicht da reinfüllen, so. Und dann brauche ich im Endeffekt einfach nur den Mana-Spreader jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob der reichen wird für alles. Ich glaube nicht. Und wir machen jetzt mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, was ist denn das Effective Tool? Gibt's nicht. Okay, es geht mit nichts schnell abzubauen. Doch, mit der Schaufel. So, Subi. Gut, dann platzieren wir die nämlich einfach nochmal. Ganz einfach. Und sie soll. Und jetzt sehen wir gleich, was sich alles mit dem Mana Spreader verbinden kann, was nicht. Oder beziehungsweise ob sie sich mit dem anderen verbunden haben sogar. Das da. So, du bist verbunden. Ihr seid alle verbunden, ne? Warte mal. Zack. Ach ne, so wird das ja nichts. Ich muss jetzt. Irgendwie. Oh Gott. Ich muss irgendwie dahinter kommen, dass ich das mir angucken kann. Sind alle mit dem einen demselben verbunden? Das wird interessant dann. Gut. dann müssen wir hier einfach mal. Da machen wir mal eine Conduit.
machen wir das. Wir machen. Ups. Nein. Das da. So. Und dann gehe ich einfach mal. Hier haben wir es im E-System. Wir gucken einfach mal, wie wir da jetzt rankommen. Von wo kommt denn das eigentlich? Es kommt von links, das heißt, wir können ohne weiteres nach unten. Müssen wir mal gucken. Hier kommen wir aber nicht vorbei. So, und hier ist das Kabel. Genau, aber hier kann ich gerade nach unten. Okay, das funktioniert. Kabel. Dann machen wir das nämlich ganz schick, schnell und einfach. So. Einmal nach hier. Und dann würde ich sagen, theoretisch müssen wir noch einen nach unten, ne? So, einen muss ich noch nach unten. Okay, so, dann können wir das Kabel eigentlich erstmal wieder wegnehmen. So, verdammt, jetzt komme ich da nicht hin. So. Einmal das, dann machen wir hier wieder zu. Das braucht ja keiner. Warum sind hier eigentlich so viele Löcher drinne? Wollte ich hier nochmal irgendwas langziehen? Irgendein Kabel oder so? Weiß es gerade nicht. Okay. Einmal das zu. So. Wunderbar. Ja, das ziehe ich dann gleich nochmal gerade. So, habe ich noch... Ich habe noch hier Endeside-Kabel. Ich nehme einen normalen Kabel. So, Moment. Einmal so. Einmal so, einmal so. Einmal so. Und dann... Machen wir das so. Machen wir das einfach so. Dann geht das hier einfach rum. Okay, und dann muss ich hier Kuchen rein. Das heißt, wir brauchen... Cake. So, einmal das hier rein. Einer ist okay. Crafting Card rein. Und dann machen wir hier unten mal mit Conduits. So. Und dann brauchen wir hier ein Extract, Always Active und hier ein Insert. Wunderbar, Kuchen ist drin. Und dann muss ich jetzt im Endeffekt einfach nur dafür sorgen, dass wir jetzt hier... Ich sag schon wieder sehr viel im Endeffekt. Aber im Endeffekt müssen wir im Endeffekt einfach nur endeffektakulös das Ding effekten. Ich habe keine Ahnung, fragt mich nicht. So, wir machen das mal. Ich überlege gerade, wo ich den Schalter hinmachen will. Ich glaube, am liebsten würde ich den eigentlich hier hinten machen. Dann machen wir das auch. So, weil wir es können. Dafür brauche ich Fassaden. Okay, wir machen einfach mal. Ich mache einfach mal ein paar hiervon. Und dann können wir das nämlich richtig schön nah verstecken. Dann haben wir den Hebel da drin. Sollte hoffentlich ganz schick werden. So, warte, wo habe ich das Ding hier, ne? Ja. Zack, zack. So, einmal kurz anmalen. So. Wunderbärchen. Und dann können wir nämlich einfach... Ich gehe trotzdem mal hier unten lang, dass ich nicht überall die Fassaden brauche, sondern nur da, wo es nötig ist. Also hier. Und dann knallen wir mal einen Hebel ran. Und machen mal das Ding hier. Input. Ja. So, jetzt ist beides da. Nee, nicht Input, Quark, Output. Entschuldigung. Output. Grün. Vergesst einfach, was ich sage. Lasst mich einfach machen. Es bringt nichts. Ich krieg nicht die Worte raus, die ich sagen will. So, mal gucken. Das Ding ist verbunden als Input. Genau. Input Signal Color Red. Okay, das heißt, wenn ich das Ding jetzt mal anschalte, sollten wir... Genau. Supi. Funktioniert. Dann Fassaden. Zack. Gehen wir zu. Wunderbar. Und damit steht das Ding hier. Und hier werden wir jetzt mal chiseln, ja. Einfach nur, damit wir was schick kriegen. Und zwar möchte ich gerne polished. So. Theoretisch könnten wir natürlich auch mit einem entfernten Placer oder einem Displacer oder Exchange schlag mich tot dafür sorgen, dass der Kuchen hinkommt, aber das ist mir ein bisschen zu viel Aufwand für die Einfachheit eigentlich dieser Aufgabe. So, wir machen das mal so. Geht, glaube ich, schneller. So, dann machen wir
wir hier einmal ringsherum das Ding. Oben drauf steht dann Ederkuchen. Und dann würde ich trotzdem sagen... Ah, dafür nehme ich mal einen normalen Destructive Stone. Ich weiß gar nicht, habe ich noch was gehabt, dass ich einen Block voll kriege? Ja. Okay. Gut. Wollte nur mal gucken. So. Das heißt, ich brauche das Beutelchen. Und zwar haben wir hier nämlich noch den normalen Destructive Stone, den ich gerne mal... oder möchte ich es größer haben? Ich glaube, wir lassen das mal so. Und sorgen einfach dafür, dass wir hier mal rumgehen. Ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich bin mir noch relativ unsicher damit. Huch, nein, falsch. So. So, wir machen einfach mal alles weg hier und machen eine... Verdammt. Mit alles weg meinte ich nicht alles mehr weg. So. Okay, nochmal. So. Zack. Achso, jetzt muss ich wieder hier... So. Und so. Wie gesagt, es muss nicht das Schönste sein, einfach nur, dass wir erstmal irgendwie... das ein bisschen versteckt haben. Und ich würde auch, glaube ich, eigentlich sogar... Mensch. Ich könnte das eigentlich sogar so machen, ne? Entschuldigung, wir machen das jetzt mal weg. Wir setzen dir die Ränder höher. So. Connect Material. Zack. 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 Und... Zack. So, und dann kommt das Ding. Ey. Yeah. So. Okay. Ne, zu groß, den brauchen wir. So, dann setzen wir es einfach mal oben drauf. Das könnte sogar gar nicht so doof sein. Okay. Und dann steht der Kuchen einfach in der Mitte. Und dann sieht man das von hier nicht ganz so sehr. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Mal gucken, ob wir hier die Ecken wegmachen wollen. Oder ob ich hier vielleicht doch einen anderen Stein nehme. Oder wenigstens für innen das. Warte mal, wir können für innen das können. Ich glaube, das ist ein, ja. Entschuldigung, wir machen das jetzt nochmal weg. Beziehungsweise ich kann nur einfach ein Replace-Mode anschalten. Und dann gucken wir mal ganz kurz, weil ich glaube, habe ich sogar davon was? Nein, habe ich nicht. Egal. Und zwar, dass wir es vielleicht ein bisschen aufhellen. So ein bisschen Living Rock genommen. Dann einfach so ein bisschen nochmal mit dem Destructive Stone gespielt. So. Ob wir einfach vielleicht hier in die Ecken nochmal was knallen. Vielleicht so. Habe ich das anders platziert? Nee, habe ich nicht. Okay. Wir machen das nochmal so. Auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand ist, ist dadurch... So, ich bin wieder bei Replace, deshalb. Anu, Anu, Anu. Drei sind es nur. So, wie gesagt, wir machen das ganz simpel. Ich will da jetzt auch nicht zu viel Aufwand reinstecken. So. Aber ich glaube, das ist schön. Dann machen wir hier unten nochmal eine Kante hin. Einfach. So. Damit das ganze Ding unten ein bisschen abgeschlossener ist. So. Okay. Wie gesagt, nichts Schönste, aber funktioniert. Für das, was ich machen will. Das sieht man eh nicht. Aufgrund der Eigenheit des Destructive Stone. Aber dann haben wir jetzt praktisch den Kuchen immer da so schön stehen. Müssen wir einfach mal angucken, wie das aussieht. So, das ist mal weg. So, und dann go.
kommen sogar alle hinterher. Es wird sich ändern, wenn dann der Kuchen alles weggefuttert ist. Ja, gleich haben wir keinen Kuchen mehr. Unsere Kuchenproduktion ist zu langsam. Warum machst du Vegetable Soup die ganze Zeit? Und wirst nicht fertig damit. Ach. Die craft er hinten, ne? Ich lass mal ganz kurz hier die Kegemoos sein. Meint, die craften wir doch hier hinten, ne? Ja, wir haben nur keinen Stock mehr drin, deshalb. Deswegen macht er die ganze Zeit was vollkommen anderes. So, nochmal Stock. Huch. Stock. So, einmal das rein. Cancel. Sieht besser aus, ne? Ich guck's mir nochmal ganz kurz an. Das auch passt. Okay, wir brauchen definitiv mehr Stock. Dafür brauche ich mehr Bowls. Bowler. So, nochmal einfach mal hier. Plank. So, einfach mal hier. Mal irgendwie 2-3 Stacks oder so. So, bitteschön. Supi. Gut. Zurück zum Eigentlichen. Ich wollte gucken, ob das Ding jetzt hier... Wir haben den Mana-Pool halb voll in der kurzen Zeit. Ich glaube, es lohnt sich definitiv, diese Kegemoos-Sache. So, und die sind auch alle leer, ne? Ja, weil der Kuchen nicht hinterherkommt. Die haben ja immer so eine kleine Pause dazwischen, weil er erstmal den Kuchen machen muss. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen optimieren, dass wir den Kuchen schneller produzieren können, weil falls wir mal Mana verbrauchen, dann kommt es nicht hinterher. Ich meine, obwohl... Na, es könnte sogar hinterherkommen. Warum gucke ich da... Ich bin bescheuert, ich wollte in was vollkommen, ich wollte hier unten reingucken, wie es mit der Milch aussieht. Okay, ist voll. Das heißt, an der Milch habert es nicht... Ja, ich muss mal gucken, dass wir vielleicht immer mal ein bisschen Kuchen übrig haben, dass er 2-3 auf einmal craften kann oder so. Naja, mal schauen. So, dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge, denn wir haben schon wieder überzogen. Aber wir haben die Kikimoros-Farm. Wir mussten ein bisschen, also was heißt Farm, die Kikimoros-Sache ein bisschen vergrößert, ein bisschen optimierter, ein bisschen schöner gemacht. Und ich mache auch mal, haben wir irgendeine schöne Lantern? Die oben dran knalle. Guck mal, das sieht doch ganz schick aus. Weil eigentlich wäre ein leuchtendes Blümchen oder sowas schöner, ne? Ich mach erstmal so ein Licht hin. Kann ich nicht. Wie muss ich immer? So. Na, ich glaube, wir müssen da mal nochmal irgendwas. Irgendwas leuchten, das muss noch hin. Aber wir haben jetzt da hinten einen schönen Hebel, mit dem wir das Ding hier an- und ausschalten können. Das ist schick. Der Mana-Pool ist fast voll. In der kurzen Zeit und das Einzige, was uns hindert, schneller zu sein, ist unsere Kuchenproduktion. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Kuchenproduktion verbessern. Dann schreibe ich das mal ganz schnell gleich auf. Dann kann ich die Kegemoos nämlich abhaken und kann draufschreiben, dass wir jetzt mal... So, warte mal, Kegemoos haben wir abgehakt und dann mache ich jetzt einfach mal jetzt hier Kuchenproduktion plus plus. So. Einfach praktisch Kuchenproduktion erhöhen. Und dann ist das vielleicht so ein bisschen unser nächstes Ziel. Weil den Rest haben wir soweit eigentlich ein bisschen bauen haben wir noch. Ja. Genau. Müssen wir mal gucken. Alles klar. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen. Bye.